Ding. Ich bin erledigt. Servus Leute, wir sind wieder Six Series. Nach dem missglückten Radarversuch von letzter Woche sind wir wieder da. Und danke für die zahlreichen Hinweise und Kommentare. Und wir haben jetzt tatsächlich bei ApeTrain nachgeschaut. Wir haben das Video gar nicht gekannt, um ganz ehrlich zu sein. Haben dann nachgeschaut und die haben es tatsächlich geschafft. Das heißt, es ist möglich und wir werden so lange dranbleiben, bis wir das auch irgendwann schaffen. Genau. Aber heute sind wir in Innsbruck unterwegs und zwar ganz was Neues auf unseren Downhill. Viele von euch haben sich wirklich gewünscht, das war schon, glaube ich, das war ein Wunsch von sehr, sehr vielen für sehr, sehr lange Zeit schon. Und wir schauen, wie gut man auf einem Downhill-Bike tryen kann. Genau, Street Trial Session, here we Let's go. Let's go. First Line, und zwar haben wir da eine schöne Box, dann mal zweite Box und Plan wäre jetzt mal, keine Ahnung, aber das ist echt hoch. Rauf zu springen und da raufkommen, dann muss ich ja eine kleine Hilfeleistung und einen Stein oder irgendwas. Also gehen wir mal suchen. Bist du überhaupt der Baumeister? Ja, aber das schaut irgendwie sketchy aus. Wie gefällt euch der Martin Mande? Martin Mande geht viral. So eine Bike sind hoffentlich gemacht für sowas. Hey, das schaut gut aus. Oh. Ja, easy. Das fühlt sich echt komisch an, mit einem Downhill Bike sowas zu machen. Jo, zieh, jawoll. Jo. Oh, trying Alter. Skills. Jo. So, und jetzt? Jetzt droppen wir doch noch. Drop. Jo. Oh. Stark. Yes. Ey, mit dem Downhill ist ja nicht schlecht, so allein, gell? Ich mach's genau andersrum. Ich spring da rauf. Rauf? Easy cheesy. Mach den Gap und spring dann da runter. Okay, let's go. Dann schauen wir mal, hier geht jetzt gerne an. Bist du ready? Ich bin immer ready. Du brauchst keine Steine, jetzt schauen wir an. Ja. Oh, fuck! Ja, ja. Take your first try. Alter, ich bin echt beeindruckt, mit was für einer Technik du das da aufgeschafft hast. Ja. So, Bär. Juhu! Oh. Ja, aber weiter, oder wie? Alter, das macht eigentlich echt Spaß mit so einem Big Bike. Also eine Line braucht circa so viel Arbeit wie 2 Stunden Trial Bike. Dass ich mich über die Steine drüber bewege, ohne den Boden zu berühren. Mit dem Downhill Bike. Also immer so, hopp, hopp. Genau. Super. Das ist ja gut. Zum Glück kann ich einen so einen Chainring auf. Ja. Jo. Jetzt hopp's. Jo. Jo. Alter, das ist stark gerade. Oh. Jetzt komm, gib ihm. Jawohl. Hat er gar nicht tun, ich hab. Jo. Und Getcha. Hau her. Da. Jetzt bin ich hängen geblieben. Jo. Alter Vater. Und jetzt zieh den letzten. Na! Den muss ich noch schaffen. Ich muss nur da aufkommen und dann noch. Also zieh her. Jo. Da. Na. Hast du den Stein jetzt, Fabio? Der mag mich nicht. Was ist los? Zieh jetzt im Sommer einfach ein Longsleeve an. Das hat so eine gute Belüftung. Weißt du, er schwitzt kaum. Er schwitzt kaum. Alter, mit dem Bike ist echt krass. Ja. Da. Ah. Ja, doch. Ja. Das. Können wir das bitte jetzt in Zeitlupe einfügen lassen? Zieh! Auf geht's. Na, schon wieder nicht. Auf geht's, komm, jetzt. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit dem Stein. Kann mit jemand auf Instagram ein Meme machen mit dem Stein? Genau mit der Einstellung. Mach nur eine Pose so. Jo. Ja. Bitte? Ja. Ja, schau, ich finde ja. Was fehlt mir jetzt? Ja, ich bin. Ja. Okay. Nein, aber das Auto, das hat eh gut gepasst. Da sind wir eh schon drüber gesprungen.
Man sieht es eh da, die Reifenspuren auf dem Dach. Ja. Jo! So, der hat jetzt passt. Aber ich war jetzt andersrum fokussiert. 1-0, Fabio versus Stein für mich. Ich würde sagen, jetzt schauen wir weiter, dass wir ein bisschen, zumindest ein bisschen auch was finden. Neuer Spot, und zwar, du bist dran. Ja, genau. Balancieren, da, ja, da auf die Bank und dann da runter. Das wird echt nicht ganz easy, weil der Backwheel, den kriegst du nicht her mit dem Downhiller. Aber schauen wir uns an, ob ich ihn herkrieg. One, two, three. Das Rad ist viel länger. Na. Boah. Nice. Oh. Mama, Kettenring. Danke, danke, danke. Da ist er wieder. Jetzt seine Bremse nicht ganz gelöst. Bitte. Zieh jetzt. Yeah. Yo. Alter. So, aber geil, dass ich eigentlich sowas mit dem Downhill machen kann, gell? Das es ist zwar echt streng wie die Sau, aber echt geil. Plan wäre, da rauf, hinten quer balancieren und dann den Gap da, von Mauer zu Mauer, daher und da runter. Okay, bin ich gespannt, ob du den Gap schaffst. Jo. So, und jetzt balancieren. Ja, bin ich gespannt. Jo. Jo. Ja. Alter, das war jetzt echt stark. Mit so einem Downhill-Radl. Ja. Boah, Alter. Fetter Respekt, Alter. Der war echt nicht schlecht. Aber interessant, das mal auszutesten, um ja ehrlich zu sein. So. Zwei Sekunden zum Erklären. Okay, da auf und balancieren rüber. Okay. Krass, let's go. Ja. Nice. Jetzt ja. Gap. Er wird jetzt nicht ohne. Jetzt schon. Ja. Yeah. First try. Das hätte jetzt echt nicht gedacht. War echt geil. Über die schmale Mauer drüber und dann am Hinterrad 180 drehen und wieder herfahren. Wir nehmen uns jetzt mal eine halbe Stunde Zeit. Okay, wenn es mal eine halbe Stunde bleibt, dann sind wir, glaube ich, gut dabei. Viel hat eh schon nicht gefällt. Es hat nicht viel gefällt. Jo, zieh durch. Nein. Ich würde mich halt konzentrieren, dann wird es vielleicht gehen. Jetzt zieh durch. Bravo. Jawohl, jetzt setzen hin. Rup, 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 rup. 10 Stunden später. Zieh durch. Dreh. Boah, geil! Boah! Ah. Ja, geil, ey. Ja, immer der Wind. Ja, die Ausrede. Schau, die Sträucher bewegen sich ja gar nicht. Jetzt setzen hin. Banna! Jo, jetzt dreh. Zieh durch. Bah. Ah. Down here. Ah.
So knapp. Also hauen wir jetzt. Ah, der Bike-Superstar ist böse. Was sagen Sie dazu, unfähig zu sein, sich mit dem Downhill-Fahrrad zu drehen? Ich bin erledigt. Ich bin jetzt zwar echt lange dabei, mit dem Tri-Bike haut es eigentlich gerade halbwegs easy hin. Aber mit dem Teil, es funktioniert einfach nicht. Auf jeden Fall, let's go, nächster Spot. Pew! Yeah, jetzt 360 Drop. Ja! Juhu. Nice! Geil! Bärens Herzens muss ich leider jetzt ein Sixers Mudguard runter machen. Okay, ich muss ihn zum Glück doch nicht runter machen, Alter. Das ist Next Level Style. Oha! Na! Na! Doch! Jo! Nice! Von da nach da. Auf die Rail. Let's go. Jo! Ja. Akku leer. Akku leer. Unsere Akkus sind leer. Boah, das ist so streng. Das ist gar nicht streng. Das ist echt der Wahnsinn auf die Teile. Also ja. Mit dem Tri-Bike ist streng. Und dann mit sowas trialen ist einfach der ultimative Wahnsinn. Genau, weil die ganze Energie, die geht in die Federelemente und das nimmt so viel Kraft weg. Genau. Aber danke für die geile Idee. Ohne Witz, schreibst du uns einfach immer wieder die Ideen, das ist saugeil. Gestern ist ein Fan Friday. Jeden Freitag posten wir ein Foto von irgendeinem Fan, der irgendeine coole Story, Foto, Video, wie auch immer macht und uns markiert dabei. Genau. Und der wird gefeatured, kriegt Armband, wie auch immer. Schaut auf Sixers auf Instagram vorbei. Yes. Genau. Dann, in dem Sinn, glaube ich, war's das. Mega geile Session. Bam. Hat Spaß gemacht, ja. Ziemlich fertig, aber komplett was anderes. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bam. Cheers.